Niemand hätte die Seele von der Schande erfahren, die auf mir lastet. Vielleicht versteht irgendjemand, wie ich zu dem Unmensch geworden bin, wo ich heute bin. Ich habe mir anders vorgestellt. Wölfe tarnen sich gerne im Schafpelz. Das ist eine Mörderin, Erna, eine Mörderin! Sie wissen nicht, was Frieda alles durchgemacht hat. Was hat sie denn durchgemacht? Der Mutter, die das eigene Kind umbringt. Was hat er für eine Zukunft gehabt? Das Leben kann grausam sein, grausamer als der Tod. Aber das wäre doch ja nicht so weit gekommen, wenn der Kindsvater so unterstützt hätte. Der Vater hat Frieda davon gejagt, wo sie geschwängert worden ist. Geschwängert von wem? Der Kopf wird rollen, dann ist du sicher wie zusammen mit den Kindern. Es liegt in der Hand von ein paar wenigen Männern, ob unser Gesetz im Sinn von Gerechtigkeit ausgelegt wird. Wie soll sich denn was ändern, wenn niemand den ersten Schritt macht? Helfen Sie mir, damit ich Ihnen helfen kann. Ich brauche keine Hilfe. Die Beschuldigte wollte sich ihrer Last entledigen. Wenn eine Mutter ihr Kind umbringt, dann hat dies tiefliegende Gründe. Gründe, die aufzeigen, dass in unserer Gesellschaft etwas falsch läuft. Helfen Sie mir, dass die plagende Frau am Leben bleibt. Du darfst nicht aufgeben. Erst muss sich das Denken ändern. Dann die Gesetze.